Alexander Domanek, zuerst einmal herzlichen Dank dafür, dass Sie sich kurzfristig für uns die Zeit genommen haben. Die letzten Tage und Stunden waren ja alles andere als wie ruhig und für einen Außenstehenden harmonisch. Ein Gefühl, das täuscht. Na, die letzten Tage waren etwas, was ich in meinem Leben noch nie erlebt habe. Weil es waren nur Tage, es waren keine Nächte, weil wir eigentlich fast 24 Stunden durch telefoniert und geschrieben haben. Ja, also es war oder ist teilweise noch immer sehr, sehr aufwendig und auch sehr belastend. Ja. Für einen Außenstehenden war es ein bisschen schwer zu durchblicken. Es ist gegangen um 7 Worte. Ja. Woran hat es gelegen, dass der Streit, der, was man inoffiziell mitbekommen hat, eigentlich schon seit Wochen geht, jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist? Naja, zusammengefasst ist, wir als Vertretung der Spieler haben von den Spielern, von mehreren Spielern vor 3 Wochen mittlerweile, 3,5 Wochen, diese Verzichtserklärung, um die es geht, vorgelegt bekommen mit der Frage, sollen wir das unterschreiben? Wir haben das zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal gesehen, weil wir sonst keinen Einblick haben, weil die Liga ja leider nicht das macht, was eigentlich im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft sinnvoll wäre und solche recht, für die spielerrechtlichen Geschichten einfach vorab schicken. Dann könnten wir uns das anschauen, könnten das gemeinsam besprechen und dann wird es von uns einfach das Okay geben oder auch nicht okay. Oder man einigt sich dann auf etwas und dann sagt man, okay, und jetzt legen wir es den Spielern vor und dann ist das wahrscheinlich in 5 Minuten erledigt. Wir haben das von den Spielern geschickt bekommen. Da waren unter anderem noch ganz andere Sachen dabei, diese NADA-Bestimmungen und so weiter, und also rund ums Doping, was sie alles unterschreiben müssen. Unter anderem waren dann auch dabei Bestimmungen zum Strafbestimmungen, denen sie sich auch unterwerfen müssen, die uns auch nicht gefallen haben. Aber dann, wie gesagt, da ist jetzt nicht mehr die Zeit, dass wir die alle einzeln ausverhandeln. Da haben wir dann auch der Liga gesagt, lasst uns nächstes Jahr darüber sprechen. Wir geben jetzt einmal den Spielern quasi unser Okay, dass wir das für okay finden, dass sie es jetzt unterschreiben und hoffen aber darauf, dass wir nächstes Jahr dann mit euch über diese ganzen Strafbestimmungen reden können. Gerne auch unter Einbezug eben von Spielern und so weiter. Einfach, dass die Spieler mit am Tisch sitzen. Das ist ja der Sinn unserer Spielervertretung. Das E-Mail ist unbeantwortet geblieben. Ein anderes E-Mail haben wir am 1. September an die Liga geschickt, nachdem ich davor schon den Christian Feichtinger angerufen habe und gesagt habe, du, diese eine Klausel, das geht so nicht. Das ist ja, da ist überhaupt die Verschuldensfrage völlig offen. Das heißt, auch bei grober Fahrlässigkeit, wenn die Liga sich grob fahrlässig verhält oder vorsätzlich und die Spieler dadurch an Covid erkranken, und ich meine, Covid ist ja kein Spaß. Und das heißt nicht, dass wir das der Liga vorwerfen, dass sie es tun wollen, aber warum wollen sie, dass so eine Ausschlussklausel drinnen ist? Und er hat gesagt, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, das sind die Sachen, die halt rechtlich entstanden sind, aber ich soll ihm einen Gegenvorschlag bringen. Das habe ich am 1. September, haben wir dann schriftlich was aufgesetzt, haben einfach diese 7 Wörter dazu genommen, wenn die Liga daran kein Verschulden trifft. Ja, damit das noch einmal klargestellt ist, ja, was so sein muss, aber okay. Und auch auf dieses E-Mail haben wir keine Antwort bekommen. Daraufhin habe ich dann den Christian Feichtinger eine Woche später oder 1,5 Wochen später nochmal angerufen. Er hat dann gesagt, naja, für das haben wir jetzt keine Zeit, wir haben wichtigere Sachen zu tun, es geht um Impfen und so weiter. Dort sind wir im Austausch, aber wir auch immer gesagt haben, wir sind fürs Impfen, aber natürlich unterstützen wir auch die Spieler juristisch, die sich nicht impfen lassen wollen. Das muss man letzten Endes auch akzeptieren. Und er hat jetzt keine Zeit dafür. Das ist jetzt, ja, das passt jetzt einfach nicht. Und das Präsidium hat so entschieden. Das war's. Sascha, über das braucht man nicht mehr reden. Dann ist noch die Rechtskommission kurz ins Spiel gekommen. Dort habe ich dann auch mit einem der Mitglieder, mit Dr. Alex Gruber, kurz gesprochen. Der hat hat gesagt, er versteht auch unseren Standpunkt und so weiter. Hat dann auch, glaube ich, ihm noch mal kurz Rücksprache gehalten. Aber es ist dann einfach nichts mehr rausgekommen. Und nachdem wir nach genau 2 Wochen noch immer nicht irgendeine Rückmeldung, sei denn ein Entgegenkommen oder irgendwas gesehen haben, haben wir gesagt, okay, die Spieler wollen das auch nicht unterschreiben, weil sie haben uns gefragt, ob das so passt. Wir haben gesagt, nein. Und dann haben wir gesagt, gut, dann ist es aber auch Zeit, dass das die Öffentlichkeit erfährt, was da abgeht, weil dass die Klausel an sich aus unserer Sicht, und das haben wir von mehreren Juristen prüfen lassen, sittenwidrig ist und dass sie da jetzt gezwungen werden. Und ich meine, in Dornbirn haben sich ja da Szenen abgespielt, wo die Spieler dann einzeln ins Büro gerufen werden. Und auch jetzt bei den anderen ist einfach dann massiv Druck ausgeübt worden, immer mit der Drohung, sonst dürft ihr nicht spielen, sonst schmeißen wir euch alle raus, weil dann zerstört ihr noch den Verein, weil wir an der Liga nicht teilnehmen können. Und ja, leider haben da auch aus meiner Sicht dann die Vereinsmanager, die zuerst noch sehr konstruktiv gewirkt haben und gesagt haben, ja, wir wissen nicht, die Klausel ist eine Chance, aber der Steinbruch will das halt drinnen haben. Ja, das waren die Telefonate, die ich die meiste Zeit geführt habe.
Und warum die Manager da dann nicht einmal sich nach oben zur Wehr gesetzt haben und zur Liga gesagt haben, Jungs, was soll diese Klausel, die ist völlig sinnlos, sondern eher nach unten dann Druck machen auf die Spieler, dass sie das unterschreiben müssen. Und ich meine, die Spieler stehen kurz vor Saisonbeginn, also das war irgendwie ja nicht so leiwand, wenn ich es jetzt auf Wienerisch sagen darf. Bei der Saisonstart-Pressekonferenz der Liga sind unerwartet deutliche, auch in der, wenn man jahrelang dabei ist, auch in der Art ungewohnt scharfe Worte gegen die Gewerkschaft, aber auch gegen Sie persönlich gerichtet worden. Wie geht man damit um? Das tut total weh. Ich bin ja das nicht gewohnt. Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch, der alles andere mag als streiten und schon gar nicht, dass irgendjemand schlecht über mich redet. Mir hat schon ein Spieler wehgetan, wenn in der Zeitung schlecht gestanden ist, dass ich irgendwie einen Schaß gespielt habe, auch wenn es da meistens gestimmt hat. Also das ist für mich persönlich war das sehr ungut, aber umgekehrt, wenn ich weiß, dass wir haben über 200 Mitglieder mittlerweile und es kommen jede Woche neue dazu. Wir haben in der Liga schon, also nur in der Liga haben wir über 130 Mitglieder. Wenn man sich hochrechnet, wie viele österreichische Teams es gibt, sind wir da schon sehr, sehr präsent und vertreten den größten Teil der Liga oder der Spieler. Und da ist einfach die Geschichte, dass der Patrick Hanan, der Philipp Lukas, der Rainer Tivis und ich gesagt haben, wir müssen uns da vorne hinstellen und den Spielern die Mauer machen. Und genau das ist natürlich auch reingetreten, wenn dann Aussagen kommen wie, die Gewerkschaft hat für uns jetzt noch keinen, wie der Christian Feichtinger gesagt, hat jetzt für uns noch keine Position oder noch keinen Wert oder irgend sowas. Wir können nächstes Jahr drüber reden und ja, das ist halt ein klassisches politisches Business, in dem ich mich halt leider erst zurechtfinden muss, wo man dann halt den Gegner schlecht macht, den quasi Streitgegner. Aber wenn Sie sagen, die Gewerkschaft hat keinen Wert, naja, die Gewerkschaft, ich bin wurscht, ich zähle nichts, ich habe meinen Job, ich mache das, weil ich Spielern helfen will. Die Gewerkschaft, das sind die 130 Spieler. Und wenn man sagt, dass die wurscht sind, dann lesen und hören das die Spieler. Und da ist die Frage, ob die Wortwahl so perfekt ist. Wir wissen natürlich, dass es eskaliert durch unsere Presseaussendung. Das ist völlig klar. War dann auch interessant zu sehen, was für Vorschläge gekommen sind, auch von teilweise recht von der Medienseite her, wo man wieder sieht, wer macht seinen Job und fragt beide Seiten und wer plappert halt nur nach, was er von der Liga hört. Wenn ich höre, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, stelle ich die Gegenfrage, wann wäre denn gewesen? Vor 3 Wochen, als wir es das erste Mal geschrieben haben? Oder wäre es vielleicht der Zeitpunkt gewesen im Sommer, als wir noch gar nichts davon gewusst haben, weil wir nicht informiert wurden? Wir hören, dass wir lieber uns um wichtigere Sachen kümmern sollen, wie Musterverträge und Minimumgehälter. Ja, das haben wir schon gemacht im Frühling. Das sind die Verhandlungen von der Liga. Ich habe das E-Mail vorliegen. Gar nicht aufgenommen worden. Zuerst hat es geheißen, ja. Und dann waren sie beleidigt, weil wir gesagt haben, wir würden gerne wissen, wie viel Cashback ihr vom Staat bekommen habt, weil das für die Spieler ein wichtiger Punkt ist. Die haben auf bis zu 30% ihres Gehalts verzichtet letztes Jahr. Und jetzt ist die Frage bei der Endabrechnung, wie viel haben die Vereine ersetzt bekommen, weil die Spieler dann auch wieder was zurückkommen müssten, vielleicht. Wir wissen es nicht, weil wir die Zahlen nicht kennen. Und die Liga hat uns klipp und klar geantwortet, die Vereine sind nicht bereit, der Gewerkschaft ihre Zahlen offen zu legen. Und in vielen Vereinen kriegen die Spieler einfach kein Geld. Haben halt 20-30% Einbußen. Und als wir das eben aufgefordert haben oder ersucht haben, dass man uns die Zahlen präsentiert, und da ist noch nicht darum gegangen, dass wir irgendwelche Beträge einklagen, ist dann das Schreiben gekommen, na und überhaupt, sagt uns einmal, wer eure Mitglieder sind und derzeit sehen wir ein Verhandeln über einen Mustervertrag für nicht sinnvoll oder so. So ungefähr war der Wortlaut. Ich habe das E-Mail aber vorliegen. Und seitdem haben wir von der Liga, wir haben dann nochmal zurückgeschrieben, das finden wir schade, wir dürfen die Mitglieder aus Datenschutzgründen natürlich nicht sagen, solange wir nicht 100% haben, geht das nicht. Und haben dann halt auch nochmal gesagt, wir würden trotzdem gerne über einen Mustervertrag reden, wo natürlich dann Sachen wie Minimumgehälter drinnen sein sollten, um gerade die jüngeren oder teilweise auch schwächeren Spieler, die gar nicht mehr so jung sind, da auf ein gewisses Basislevel zu heben. Und ich erinnere an unsere Umfrage im Frühling, wo sich ja die Spieler, ich glaube 13.000 Euro netto pro Saison war dann der Betrag, also da redet eh keiner von Unsummen. Und ja, das ist alles ignoriert worden, deswegen ist es jetzt amüsant, wenn dann Manager sich melden und sagen, wir sollen über wichtige, oder auch Zeitungskommentatoren, aber auch glaube ich, Tiroler Tageszeitung, wo die immer was gelesen haben, die sagen, wir sollen uns um wichtigere Sachen kümmern. Das tun wir eh, ja. Aber es ist die Frage immer, was ist wichtig, aus welcher Sicht, ja. Spieler wollen aktuell nur off the record sprechen, was völlig nachvollziehbar ist, aber die meisten sagen, finden sehr direkte Worte zur Klausel und auch zur Herangehensweise, auch zum Umgang der Ligaspitze und der Vereine mit einem und sagen, es ist gut, dass es die Gewerkschaft gibt.
Die Gewerkschaft gibt es jetzt nach vielen, vielen Jahren von Startproblemen. Aus arbeitsrechtlicher Sicht gesehen kann man da durchaus von einem Meilenstein sprechen, oder? Und Zusatzfrage zu dem Punkt, es gibt Spieler, die durchaus sagen, dann spielen wir uns halt auch immer, dann zeigen wir halt auch einmal Muskeln, weil man kann mit uns nicht alles machen. Wer den Sascha Domanek kennt, der weiß, so denkt dann nicht wirklich. Du bist ja doch ein Mensch, der, das weiß man auch aus deiner Zeit als Medienschaffender, sehr auf Präsenz und Zusammenarbeit aus ist. Ja, also wie eingangs schon erwähnt, grundsätzlich ist mir schon sehr wichtig, es in meinem Privatleben ein recht harmonisches Leben zu führen. Also ich streite tue ich mir schwer, ja, deswegen mache ich auch die Jobs in meinem Leben, die ich mache. Und irgendwie haben mich halt meine Eltern so sozialisiert, gemeinsam mit den Rainer Tibis oder auch die Familie Harad oder die Familie Lukas. Wir sind halt alle irgendwie so Wiener Sozialmenschen, ja, die nicht, dass Vorarlberger nicht auch Sozialmenschen sein können, aber mit so einem Helfersyndrom, die wir bis auf den Patrick alle im 22. Bezirk aufgewachsen sind. Also nicht, dass wir in Armut aufgewachsen sind, überhaupt nicht. Ja. Uns ist es schon ziemlich gut gegangen, aber bei uns war das selbstverständlich, dass man den anderen oder den Schwächeren hilft. Und das war auch, solange ich gespielt habe, in Mannschaften immer so. Das heißt, das ist irgendwie ein Teil von der Geschichte. Startschwierigkeiten, stimme ich vollkommen zu, wenn man sich die Jahre davor anschaut, als es nie zustande gekommen ist. Bei uns selbst, wir haben die Idee erst im Jahr, also der Patrick Harrand hat die Idee erst im Jahr 2020 im Sommer geboren. Ja, wir haben im Juli oder August das erste Mal darüber geredet. Da habe ich ihm auch gleich abgesagt, weil ich gesagt habe, du, die Spieler haben kein Interesse daran. Wenn es hart auf hart geht, dann sind sie nicht dafür. Sie sagen zwar, es ist eine gute Idee, aber letzten Endes sind sie noch nicht bereit, die nötigen Opfer zu bringen. Habe ihm dann abgesagt, er hat mich dann aber doch überzeugt. Wir haben dann mit vielen Spielern gesprochen und dann ist es innerhalb von 2 Monaten sozusagen, also wir selbst haben dann keine Startschwierigkeiten mehr gehabt und es war dann enorm der Zulauf von den Spielern und die positiven Rückmeldungen und auch vom Österreichischen Eishockeyverband. Also wir haben uns ja überall vorgestellt. Wir haben den Verband geschrieben, wir haben der Liga geschrieben, wir haben den Vereinen geschrieben, hallo, da sind wir. Wir freuen uns über ein Treffen und der Verband hat sofort zurückgeschrieben. Dann haben wir mit Covid nicht gleich das Treffen machen können, aber haben uns gratuliert, ja, gute Idee. Und von den Vereinen haben wir gar nichts gehört, also nicht ein einziger Verein hat sich irgendwie gemeldet. Wir haben dann im Hintergrund gehört, das war ja super, was glauben die Kasperl jetzt. Und von der Liga haben wir dann zum ersten Mal was gehört, inoffiziell, dass der Christian Feichte mit mir in Kontakt getreten ist, als in Linz die Covid-Situation explodiert ist. Was jetzt auch lustig ist, wenn ich jetzt lese, es hat alles letztes Jahr so super funktioniert. Na, das hat es leider nicht, ja. Weil erstens ist die Liga für was 2 Wochen oder sowas ausgefallen und zweitens, wenn Spieler teilweise erzählen, wo sie noch antreten haben müssen, obwohl es da schon Verdachtsmomente gegeben hat bei der gegnerischen Mannschaft und beispielsweise haben wir schon wieder ein Cluster gehabt. Wenn ich höre, dass die ganzen, wie heißen die, diese Covid-Beauftragten innerhalb des Teams und so weiter, wer das war und wie oft dann, da haben sie genau in Regeln die Liga, was ja super ist, ja, wir sind ja dafür, aber wie oft wer Fieber messen muss, das ist ja alles nicht gemacht worden. Ja, also da braucht man es nicht herstellen und sagen, wir haben alles so super gemacht. Es war toll, dass die Liga es durchorganisiert hat, auch mit dem Spielplan und so weiter, aber es war auch toll, dass die Spieler da mitgemacht haben, dass sie dann jeden Tag irgendwo hingereist sind und andauernd Back-to-Back-Games gespielt hat. Die Spieler haben ihren Beitrag geleistet, die haben sich privat den ganzen Tag, die haben nicht einmal, glaube ich, einkaufen gedürfen, das hat die Frau machen müssen und so weiter oder sonstige Partner, weil sie sich in diese private Bubble aufbegeben hätten sollen, ja, oder begeben haben, was 100% ist auch das nicht gegangen. Also da hat man den Spielern echt viel abverlangt und wir waren da das ganze Jahr ruhig, weil wir haben gesehen, für die Spieler funktioniert und Christian Feichting und ich haben da einen super Austausch gehabt, haben da sehr viel miteinander drüber gesprochen. Und da war immer wieder die Bitte, lasst uns das jetzt machen und da ist von uns natürlich das okay gekommen, weil wir wollen, dass die Spieler spielen, wir wollen, dass die Spieler Tore schießen, wir wollen, dass sie Geld verdienen, wir wollen, dass ein Spektakel in der Halle ist und dadurch haben wir da auch die ganze Zeit Ruhe gegeben. Als es dann plötzlich mit dem Transferstopp im Frühling so war, haben wir auch, und das ist unsere Art, dass wir immer zuerst auf der Schiene Christian Feichting und ich versuchen, miteinander zu kommunizieren und nur wenn dann nach dreimal nach unserem Hinweis hört es mit diesem Transferstopp-Schwachsinn auf, das gibt es juristisch nicht. Und weil es ja letzten Endes nur darum geht, die Spielerpreise zu drücken, damit ich es dann im Juli, Ende Juli dann billiger unterschreiben kann. Ja? Und Spieler sollen einfach nach ihrem Marktwert bezahlt werden, den sie haben. Und wenn ein Verein einen Spieler haben will, der noch dazu ja vertragslos ist, der Transfer klingt ja immer so, als ob ich einen Spieler transferiere, der einen laufenden Vertrag hat. Das ist es ja nicht. Da geht es ja darum, dass ein Spieler, der gar keinen Vertrag mehr hat,
nehmen wir es Free Agent, ja, als Eishockey-Experten, die wir sind, warum sollte nicht ein anderer Verein ein Vertragsangebot machen sollen? Wir haben einen freien Arbeitsmarkt, ja, das ist ja in ganz Österreich nicht möglich. Und das ist in Interviews vom Präsidenten verlautbart worden. Ja. Und das sind halt Sachen, wo wir dann schon das einmal aufzeigen müssen. Wir versuchen das regelmäßig zuerst im Hintergrund. Nur wenn es 2 Wochen lang im Hintergrund einfach ignoriert wird oder überhaupt kein Entgegenkommen da ist, dann müssen wir irgendwann halt einmal auch sagen, so geht's nicht, weil das taugt den Spielern nicht. Das ist jetzt wurscht, ob das dem Dominik taugt, weil meine Aufgabe ist, die Meinung der Spieler zu vertreten. Ja, also das ist auch, was da jetzt rübergekommen ist. Ich sitze nicht da und sage jetzt, hey, ihr Spieler dürft das nicht unterschreiben. Ja, wir haben das immer und immer wieder betont, jeder Spieler, nicht nur als Mannschaft, sondern jeder Spieler darf für sich alleine das alles entscheiden. Und das haben sie auch genau so gehandhabt, die Spieler, weil die Spieler haben alle ein eigenes Hirn, ne? Also wir sind nicht ihr Hirn, wir sind vielleicht dann ihr Sprachrohr, das schon, und wir sind ihre Beratung im Hintergrund, weil wir eben auch Juristen haben, also das mache ja gar nicht ich dann, sondern da haben wir eigene Juristen und auch einen Vertragsanwalt, die sich solche Sachen anschauen, und dadurch sind die Spieler da entscheidungsfähig, und wenn die zu uns sagen, ja, lieber Vorstand, das gehen wir an, vertretet uns dann machen wir das natürlich und holen uns dann auch so wie in dieser Woche die Watschen ab. Ja. 2 Fragen habe ich noch. Eine ging zur gestrigen Aussendung. Es soll jetzt Verhandlungen geben. Die Eishockey League hat ziemlich viel aus der NHL abgeschaut und da gibt's auch gleich eine Parallele. Bei der NHL sitzt die PA, die Spielergewerkschaft, am Tisch, verhandelt mit und sagt, Daumen hoch, wir unterschreiben den Rahmenkollektivvertrag, oder Daumen runter, nein, wir machen es nicht. Realistisch gesehen, wohin sollen die Verhandlungen gehen? Ist ein solches Modell wie in der NHL mit einem CBA, wo auch die Spieler, ich sage jetzt einmal sehr salopp, mitbestimmen und gleichberechtigter Partner sind, was es in vielen Jahren in Österreich überhaupt nicht gegeben hat, ist das ein realistisches Ziel oder ist es eigentlich das typisch österreichische, wir machen halt irgendwie weiter wie bisher? Ich hoffe auf Ersteres. Ja. Die Frage ist, aber das ist ein langer Weg, weil ich habe gerade jetzt auch in letzter Zeit ein Buch gelesen über die Geschichte der NHL, wo auch die NHL-PA ziemlich genau beschrieben worden ist. Und das Lustige ist ja, oder das Traurige, es ist ja überall dasselbe. Wir sind auch mit den deutschen und Schweizer Kollegen, Deutschen sind genauso jung wie wir, die Schweizer ein paar Jahre älter, mit denen sind wir alle 2 Monate im Austausch, dann haben wir nächste Woche wieder ein Meeting. Wir haben alle dieselben Probleme und wir hören alle dieselben Gegenargumente. Und in der NHL war es vor, ich weiß nicht, 60 Jahren genau dieselben Probleme. Ja. Ziel ist, grundsätzlich wäre es, einen Kollektivvertrag abzuschließen. Ja. Das ist allerdings, muss man schon sagen, juristisch in der NHL, da unterschreibe ich ja quasi den Vertrag mit der Liga und kann dann überall hingeschickt werden. Das ist in Österreich ja nicht so, also in der Eishockey-Liga nicht so. Es wird auch immer wieder betont, dass die Liga quasi nur so der Zusammenschluss ist, aber die Arbeitgeber sind natürlich schon noch die einzelnen Vereine. Ziel wäre es trotzdem, und da haben wir als nächstes Problem, dass wir nicht nur österreichische Teams haben, aber wir jetzt aktuell einmal nur für die österreichischen Teams und österreichische Spieler tätig sein können. Wobei also für österreichische Spieler im Ausland, beziehungsweise österreichische und internationale Spieler, die in Österreich spielen, also die ganzen Imports sind bei uns schon alle beigetreten. Also die sehen auch, dass uns geht es jetzt nicht um das Österreicher-Thema, das ist eines von hunderten Themen. Kollektivvertrag ist aus unserer Sicht eher das Fernziel. Das naheliegendere Ziel wäre einfach mal dieser Mustervertrag, weil, und das ist einfach so, also ich kenne ja gar nicht alle Verträge, ja. Wir können ja immer nur einen Schritt nacheinander gehen, aber das, was ich bisher gesehen habe, ja, das ist ja ein Wahnsinn, ja, also was da teilweise aufgeführt wird, was da reingeschrieben wird. Nur die Spieler haben einfach so Angst, dass sie sonst keinen Vertrag kriegen. Wir leben in einer kleinen Welt, wir haben 8 österreichische Vereine. Der 9. wurde ja bewusst oder unbewusst nicht aufgenommen, weder links im Jahr davor, noch diesmal die VfL Feldkirch, wo wieder Arbeitsplätze geschaffen werden hätten können. Und die Spieler sind dann am Ende des Tages, sind sie bereit dann zu unterschreiben. Das ist leider das Problem und unterschreiben dann Verträge, die einfach nicht günstig sind für sie. Und wenn man dann sagt, du, das ist nicht günstig, da könntest du was machen, da müssen wir mal klagen, dann, na, wer will schon klagen? Ja? Das macht niemand gern. Ja? Also ich verstehe das, ich mache das auch nicht gern. Ja, das ist, und da gilt es jetzt irgendwie mal mit der Liga, hoffentlich bald, nachdem sie jetzt von mehreren Managern vorgeschlagen worden ist. Also es hat Kutzer in Dornbirn, Gregor Baumgarten in Linz hat gesagt, er fände das für eine gute Idee. Die beiden Frankfurter Manager, die beiden Kärntner Manager, Biloni und Napokoi, beziehungsweise mit Andreas Schwab habe ich auch telefoniert.
Die halten das auch für eine gute Idee. In Innsbruck habe ich mit dem Finanzchef gesprochen, mit Josef Panceri. Also da ist eigentlich Zustimmung da. Es ist nur die Frage, warum die Liga noch nicht geantwortet hat auf unser Mail vom, ich weiß nicht, Juni, wo wir noch einmal um Termine gebeten haben. Wir werden es jetzt wieder probieren und schauen wir mal weiter. Letzte Frage von mir. Was wünscht sich der Gewerkschaftschef von der kommenden Eishockeysaison? Wünscht er sich ein 8:8 Spektakel pro Spiel oder am Ende des Tages nur, dass unter Anführungszeichen die Spieler alle gesund durch die Saison kommen? Na, das ist immer der allererste Wunsch, weil wir auch, bei uns geht es ja bei der Gewerkschaft nicht nur um juristische Streitigkeiten, wir bieten ja so viel mehr an, was eigentlich unsere Hauptthemen sind. Wir kümmern uns um Ausbildungen, wir betreuen die Spieler quasi rundherum. Wir haben einen Arzt, wir haben eine Sportpsychologin an Bord, die den Spielern zur Verfügung steht. Wir haben mit einem Patrick Peter, der ehemaliger Cap-Spieler ist und wegen Verletzungen aufhören hat müssen, haben wir jemanden dabei, der sich um die verletzten Spieler kümmert. Das heißt jetzt nicht, dass er ihnen das Handel hält, aber einfach sie kontaktiert, weil oft, und das wissen die aktiven Spieler, oft wird man einfach dann im Stich gelassen. Noch dazu, wenn der Vertrag vielleicht ausläuft. Ja, es wird zwar noch irgendwie die Operation, das wird schon alles noch geregelt vom Vereinsatz, aber dann irgendwie, und da versuchen wir diese Rundumbetreuung zu schaffen. Wir haben mit Julian Großlercher, mit einem Juristen, ehemaliger Cap-Spieler auch bis vor kurzem noch, haben jetzt auch einen Juristen an Bord, der uns da hilft, die juristische Betreuung der Spieler zu machen. Das heißt, wir wollen, dass sie mal gesund durch die Saison kommen. Das ist mal das Allerwichtigste, damit sie nächstes Jahr wieder Verträge kriegen. Zum anderen wünsche ich mir sehr wohl ein 8:8 Spektakel, muss das aber gleich wieder relativieren, weil wir ja auch ganz viele Goalies bei uns als Mitglieder haben und die werden dann wahrscheinlich unglücklich sein, wenn jedes Spiel so ausgeht. Aber ja, also ich war immer sowohl als Spieler als auch als Trainer ein Fan von Offensiv-Eishockey und ja, von geilen Action- und Torszenen. Ja. Sascha, dann sagen wir herzlichen Dank für die Zeit. Wir wissen, es war sehr stressig, aber wir waren der Meinung, die Öffentlichkeit hat einmal ein Recht, die Gewerkschaftsseite unplugged und in voller Länge zu hören. Danke für deine Zeit. War sehr lang, ich weiß, meine Antworten sind ein bisschen ausschweifender. Danke dir. So.